Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble! Yeah! Yes! Wir spielen Deutschland gegen Indonesien! Indonesia, bum 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 bum. Deutschland hat 6 Punkte. Indonesien hat 5 Punkte. 10 Punkte. Irgendwann mal. Also, Deutschland liegt knapp in Führung. Aber jetzt spielen wir wieder ein Kartenspiel. Das ist für meine Frau irgendwie immer zum Vorteil. Ich weiß nicht warum. Brettspiele ist nicht so gut, aber Kartenspiele gewinnst du zu 85%. Was meinst du? Wie hoch ist deine Chance bei Kartenspielen? 100%. 100%? Okay, fangen wir mal an. Jeder kriegt die 7 Handkarten. 5. 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Und die erste Karte. Wer fängt an? Ah, du gewinnst. Ich habe gewonnen. Also der Verlierer fängt, oder ich? Du. Nee, der Verlierer fängt immer an. Ja, okay. Verlierer fängt immer an. Du darfst mit einer 1 anfangen. Gelb oder 1. Nochmal, Luna. Nochmal, zeig die Karte in der Kamera. Zeig. Ach, Mensch. Du bist blau. Aussetzen. Hast du eine? Nein. Gut, dann bin ich nochmal dran. Du bist dran. Eine ziehen. Letzte Karte musst du sagen. Uno. Oder Uno. Uno. Du bist dran, ich hab gezogen. Ah, Luna hat gewonnen. Das war eine ganz schnelle Runde. Laut den Regeln muss man ja 500 Punkte haben. Aber wir spielen das ja ganz normal. Das war eine schnelle Runde. War ein bisschen zu schnell, ja? 2 Minuten. Ganz schnell. Das ist am doch, schnellsten, ja. Das ist doch kein Flop dann, oder? Dann wäre die Werbung sogar länger. Ja, also es steht 6-6, Deutschland gegen Indonesien. Yeah! Das hätte man spielen müssen mit Dana und Christian. Ja, und Eisdem. Das hätte nämlich dann länger gedauert. Aber Problem wäre, es gibt ja immer nur einen Sieger, ja? Na, egal. Okay, das war's mit Deutschland vs. Indonesien. 6-6, das gibt's doch nicht. Ich hab gesagt, Kartenspiele ist Lonas Welt. Brettspiele versteht sie nie. Naja, nie nicht, aber manchmal nicht. Oder? Brettspiele manchmal scheiße. Manchmal scheiße, zu langweilig. Langweilig? Ah. Langweilig, kompliziert. Keine Zeit zu denken. Aber Lucky. Na gut, okay. Das war's. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.